Guten Morgen und willkommen zurück zur Frühstücksbörse heute am 19. Mai. Thema heute ganz klar, die Aktienmärkte, Stück weit korrekturbedürftig, korrekturfähig jedenfalls ja, im derzeitigen Moment. Wir sehen auch den US-Dollar ein Stückchen weit, naja, interessant, schwach weiterhin eigentlich durch die Bank weg. Und wir sehen, dass die Metalle sich nicht insgesamt weiterhin aufwärts bewegen, sondern ein Stück weit vielleicht eher gemischt betrachtet werden sollten, gibt ja durchaus die eine oder andere Möglichkeit, hier an den Metallmärkten dort teilzunehmen. Gucken wir uns die Wirtschaftszahlen an, haben wir heute nicht oberhaft Wichtiges, heute am Mittwoch. Einzelhandelszahlen respektive natürlich auch hier der Consumer Price Index hier in Großbritannien leicht besser, also durchaus eher etwas positiv. Wir warten auf ähnliche Veranstaltungen nachher in Europa, Verbraucherpreisindex auch dort. Könnte, wie auch immer, die Märkte ein wenig bewegen und dann heute Abend, das heißt ja gerne mal dann auch die Mittwochshandelstage im Verlauf dieses FOMC-Protokolls, nicht unbedingt vielleicht die besten Handelstage hier in den Märkten, gerne mal, dass dort ein Stück weit hier diffuse Bewegungen eintreten, bedeutet also in dem Zusammenhang hier vielleicht mal diesmal ein Stückchen weit die Finger davon zu lassen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite allerdings sehen wir natürlich hier klar durchaus die ein oder andere Handelsmöglichkeit. Steigen wir ein mit zweierlei, vielleicht erstmal mit dem Silbermarkt. Dort hatten wir ja gestern ziemlich gute Long-Position. Ich bin dort interessanterweise ein Stück weit früher rausgegangen, halbe Position oben etwas höher dicht gemacht, nachdem der Markt der hier sich stark in Richtung Widerstandszone bewegt hatte. Und zwar hier. Da können wir es sehen. Genau, hat sich der Markt nach oben bewegt und dann kaum mehr so weiteres Potenzial gezeigt, habe ich dann gestern die Reißleine gezogen bei der 28,40 in etwa. Danach kamen die Korrekturen. Jetzt sieht es eher danach aus, als könnte der Markt ein Stück weit weiterhin hier Abwärtspotenzial zeigen. Wir sehen nämlich so kleine Pinnbankherze, bisschen Widerstandsgeplänkel hier. Reicht für mich erstmal jedenfalls aus, zu sagen, hey, kleine Short-Position rufen wir hier ins Leben, stellen wir uns auf die Seite und könnte dazu führen, dass vielleicht natürlich auch weiteres Abwärtspotenzial gesehen werden könnte. Vielleicht nicht allerhand groß, aber machen wir als Trade dann auch hier für die Telegram-Kunden bei uns. Heißt also hier durchaus die ein oder andere Seite auf der schwachen Seite könnte natürlich dazu führen, dass wir hier weiter Short-Potenzial sehen könnten. Weiteres Short-Potenzial, also natürlich, was hier die Aktienmärkte beziehungsweise dann die Edelmetallmärkte anbelangt. Wir erhalten die ein oder andere Information, auch das interessant vielleicht. Copper könnte, also die Kupferpreise, gestern in dem Zusammenhang hier auch Markus Koch gelauscht, spannende Kommentare wiederum. Ein klein bisschen Short im Kupfer macht vielleicht auch Sinn. Auch hier müssen wir natürlich anschauen oder feststellen, dass der Markt sich stark präsentiert hat, also stark auf höheren Preisen unterwegs gewesen war und in dem Zusammenhang natürlich hier durchaus ein wenig Korrekturbedarf zeigen könnte. Also weiteres Potenzial vielleicht hier auf der unteren Seite könnten wir vielleicht erwarten. Kupferpreise ein Stückchen weit natürlich auch zugelegt in den letzten, ja, also im letzten Jahr grob gesehen, heißt hier von der 350 auf eine 780. In dem Zusammenhang also insgesamt vielleicht hier ein wenig gegenläufiges Potenzial jedenfalls, wenn wir uns anschauen, wo wir hergekommen sind. Und in dem Zusammenhang hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir weitere leichte Verluste sehen könnten. Daher ein bisschen shortseitig hier auch im Kupfer. Heißt für Sie aber bei uns bei BD Swiss in dem Zusammenhang einfacher abzubilden als den Future, als Kontrakt zu handeln. Das Ganze ein Stück weit hier kompliziert und mit großem Kapitalvolumen und vor allen Dingen der Lieferpflicht dann einzugehen, kann man das hier mit dem CFD-Trade natürlich im Silber ähnlich darstellen. Weitere Punkte ebenso. Die natürlich die Märkte, gerade die Rohstoffmärkte betreffen, gerade Holzhandel beispielsweise, Kupferpreise, gerade auch den Silbermarkt hier. Heißt also, die wirtschaftliche Nachfrage nach wie vor ja wohl zugegen, aber der Preis, wie wir ihn ja so kennen, bewegt sich ja nicht immer in direkter Linie in eine Richtung, sondern vielleicht ein Stück weit mit leichtem Korrekturpotenzial hier aktuell rechnen zu müssen, glaube ich, sind wir hier ganz gut beraten. Gucken wir ein Stück weiter, sehen wir den Dollar, der hält sich weiterhin eher schwach. Da haben wir den Stop-Loss nachgezogen. Auch da gibt es gleich ein Update von mir. Und zwar hier auf der oberen Seite 1,2210. Und zwar das gleiche hier eigentlich so in etwa vom 4-Stunden-Chart. Den Markt haben wir, glaube ich, ziemlich gut erwischt. Gestern Ruck nach oben. So langsam tingelt hier ein weiteres Aufwärtspotenzial rein. Das sieht erst einmal gut aus, aber klar, mit jedem Tag, wo wir weiter
nach oben uns bewegen, wird die Luft ein Stückchen weit dünner. Heißt aber hier weiteres Potenzial zu sehen. Ich würde hier gar nicht viel machen. Eventuell vielleicht mal einen Kontrakt in meinem Fall, also 25% vielleicht dicht machen, wäre das höchste der Gefühle. Ansonsten würde ich den Markt einfach laufen lassen. Solange wir hier uns in diesem Aufwärtstrend befinden, sollten wir den auch weiterhin hier einfach melken und gar nicht weiter versuchen, dort einzugreifen. Potenzial in Richtung 1,22, 50 oder 70 gar, ja, durchaus hier abzusehen. Und alles Weitere, glaube ich, schauen wir dann später und gucken an, wie sich hier der Markt auf der Ebene bewegt, was jedenfalls den Dollar anbelangt. Ähnlich sieht es dann auch aus im Pfund. Das heißt, insgesamt hier Dollar-Schwäche erst einmal weiterhin präsent. Insgesamt also weiteres Potenzial hier auf der Short-Seite. Und die Abgabemöglichkeiten natürlich, die wir auf der Short-Seite hier in dem Fall sehen, dürften weiter dafür sprechen, dass das durchaus neues Potenzial, weiteres Potenzial natürlich hier auf der oberen Seite, also im Pfund, weiteres Long-Potenzial, im Dollar, weiteres Abgabepotenzial vielleicht gesehen werden könnte. Insgesamt also die Märkte nach wie vor hier ganz klar auf der Dollar-Verkaufsseite unterwegs. Die Frage wird natürlich sein, wie lang rennt dieser Trend noch so weiterhin nach vorne und wie lang geht dieser Trend weiter? Weitere Anhaltspunkte könnten wir natürlich hier aus den Tech-Werten hier sehen, respektive natürlich aus den Rohstoffwerten. Gucken wir uns an, was die Bond-Yields machen. Da gibt es da zweierlei. Und zwar einmal hier gibt es Informationen auch, dass die langlaufenden Treasury-Bonds, also die Nachfrage hier nach Short-Kontrakten weiterhin auf Rekordniveau wiederum verbleibt. Das heißt, alle Welt ist hier aktuell schon auf der Verkaufsseite unterwegs. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, ist dann, wenn alle Welt schon auf der einen Seite investiert ist, wenn also, ich sag mal in Anführungsstrichen, die größte Zahl der Händler bereits hier in Verkaufskontrakten unterwegs ist, bleibt dann natürlich die weitere Frage, wie viel mehr Druck im Markt werden wir hier sehen? Wie viel mehr Druck im Markt wird hier zu sehen sein, bevor vielleicht der ganze Trend sich ein wenig nach oben bewegt und der Markt sich dann auf der Long-Seite hier weiterhin quasi abändert und auf der Long-Seite natürlich dann der Markt vielleicht wiederum einmal nach oben zurück sich bewegt. Durchaus weitere Abwärtspositionen jedenfalls können wir hier feststellen und diese Abwärtspositionen natürlich, die wir hier sehen, sprechen dafür, dass das durchaus erneutes weiteres Potenzial hier vielleicht zum einen gesehen werden kann, aber eine kleine Korrektur vielleicht bevorstehen könnte. Das Ganze dürfte dann natürlich auf der anderen Seite bedingen. Sollte der Markt hier sich nach oben bewegen, würde dann also natürlich hier, also heißt Nachfrage in den Bonds, wenn also weiterhin hier Staatsanleihen gekauft werden, dürfte das dazu führen, wird das dazu führen, dass eher der Zins hier sich weiter nach unten bewegt. Für mich sieht es aktuell nichts danach aus, aber wir fahren ja eine große Weile bereits hier auf diesem Niveau und legen nicht weiter zu aktuell. Das heißt, warum nicht vielleicht auch eine kleine Korrektur zu sehen? Korrektur hier in dem Zusammenhang dürfte bedeuten Kapitalabfluss im US-Dollar und das dürfte dann bedingen, dass natürlich hier auch der Dollar, also Euro-Dollar, weiter nach oben zieht. Das jedenfalls, wenn wir uns die US-Dollar-Bewegung anschauen. Gucken wir uns weiter um Richtung Aktienmärkte und den mit Metallen haben wir uns Silber angeschaut, eher natürlich als Industriemetall. Wie gesagt, kleine Short-Position hier, 28,80 oder 28,75 können wir hier den Stop-Loss setzen, 27,40 vielleicht etwa den Take-Profit. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt sehr, sehr, sehr stark rigide vorgehen, sondern schauen, dass wir ein bisschen Gewinn rausnehmen. Das heißt, selbst wenn wir es in Anführungsstrichen nur bis zu 27,70 oder 27,60 schaffen. Ich richte mich danach, wie sich der Tag heute hier verhält. Sollten wir also weiteres Potenzial sehen auf der Short-Seite, wäre das gut. Sollten wir allerdings sehen, dass der Markt dann wiederum hier sich mit Aufwärtspotenzial auseinandersetzt, kann das natürlich auch dazu führen, dass wir hier eher den Stop-Loss nachziehen sollten, weil der Trend natürlich hier eher auf der Long-Seite ist. Das heißt, hier so ein bisschen Obacht walten zu lassen, hilft mit Sicherheit in dem Markt. Heißt also nach wie vor hier, dass durchaus das Short-Potenzial natürlich hier nicht außer Acht gelassen werden soll. Also das hier, was jedenfalls den Silbermarkt anbelangt. Und das spricht natürlich dafür, dass vielleicht hier durchaus Silber und vielleicht auch dann durch einen stärkeren Dollar, sollte der Dollar wiederum zurücklaufen hier nach unten gegenüber dem Euro, dem Pfund oder anderen Währungen, dass wir dann den Silbermarkt hier auf der Short-Seite handeln sehen. Parallel dazu und umgekehrt allerdings vielleicht gerade hier im Gold. Da haben wir nämlich ja gestern gesagt, wir haben hier diese Widerstandszone, die hatten wir ja zum dritten hier Anfang der Woche
hinter uns gelassen. Bleibt es bei mir dabei? Das heißt, erst einmal zieht der Markt weiter nach oben, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass natürlich auch hier irgendwo vielleicht mal ein Ende, kurzfristiges Ende jedenfalls eintreten könnte. Das heißt, dass der Markt dann wiederum hier vielleicht langsam fällt. Heißt also auch da, bleibe ich dabei, noch nicht auf der Long-Seite reinzugehen, den Markt erst einmal vielleicht abwartend hier mit einer Korrektur dort handeln zu wollen. Sollten wir also sehen, dass wir hier durchaus hier weiteres Abwärtspotenzial sehen oder sollten wir sehen, dass parallel dann der US-Dollar wiederum leichte Stärke zeigt, dann könnten wir natürlich hier vielleicht etwas Korrekturpotenzial sehen. Eventuell bin ich aber auch natürlich dann in dem Fall falsch unterwegs, heißt, wir könnten natürlich auch die Alternative dann vielleicht sehen, dass hier der Markt direkt weiter nach oben zieht, direkt Richtung 1900er Marke sich aufwärts bewegt und weiter einfach hier auf und davon ziehen wird. Sollten wir nämlich, und das wäre jetzt das, was ich eher sogar fast vermuten würde, sollten wir im Gold sehen, dass eher Risikoaversion dazu führt, dass Händler sich weiter aus den Aktienmärkten verabschieden und vielleicht eher auf der Short-Seite in den Aktienmärkten unterwegs sind und dann vielleicht eher da dabei sind, dann Kapital umzuschichten und vielleicht eher wiederum weiterhin hier in Edelmetalle zu investieren, die sich weiter natürlich dann hier, oder nicht Edelmetalle im Allgemeinen, aber ins Gold zu investieren, die weiter dafür sorgen könnten, dass natürlich dann der Goldpreis als sichere Hafenwährung fungiert und die Aktienmärkte vielleicht ein Stück weit hier weiter korrigieren könnten. So wie es aussieht, gestern war ich dabei zu sagen, hey, auf der Long-Seite sind wir hier ganz gut aufgestellt, hatte dort eine kleine Trading-Position, die habe ich glücklicherweise plus minus null dort im Einstand schließen können. Der Markt zieht jetzt weiter nach unten. Warum war das der Fall gestern? Keine Ahnung warum, aber am Ende sind wir ja nach oben gelaufen, haben uns dann aber lange Zeit hier in so Seitwärtspotenzial aufgehalten. Das war dann für mich hier der springende Punkt, dort aus dem Markt herauszugehen, weil ich gesagt habe, hey, wenn hier wirklich nichts mehr passiert, dann gehen wir raus und lassen einfach den Tag hier insofern vergehen. Jetzt sieht es eher danach aus, dass natürlich der Tech-Wert hier oder die Tech-Werte weiter nach unten ziehen. Und wir sind natürlich hier einfach dabei, auf interessanten Niveaus vielleicht mit weiterem Short-Potenzial hier uns auseinandersetzen zu müssen. Sollten jetzt nämlich nicht mehr diese Buy-the-Dip-Käufer zurückkommen, also genau diejenigen, die natürlich immer so bei kleiner Korrektur wiederum in den Markt gehen. Marktkorrektur, buy the dip, Markt dreht leicht nach unten, neue Käufer treten wieder ein. Bleiben die diesmal fern, könnte es natürlich hier ein bisschen böse aussehen, denn auf Monatsebene sind wir ja gerade schon wiederum dabei, uns hier mit tieferen Niveaus auseinanderzusetzen. Sieht mir eher danach aus, als würde hier mehr Verkaufsdruck eintreten als neuer Kaufdruck. Hier Wirtschaftspaket in den USA scheinbar ja ausbleiben. Technische Indikatoren sind hier stark auf der überkauften Ebene unterwegs. Und wenn wir natürlich dann jetzt hier mal technisch mit alten Artikeln auseinandersetzen und vielleicht auch mal wieder hier den Ami Michael Burry dort zu Rate ziehen, der ja damals viel Kapital oder viel Profit aus der 2008er Finanzkrise hat ziehen können, der hier vor einigen Monaten ja bereits weiter auf der Short-Seite sich hier hat weiter präsentiert und klar natürlich nach wie vor hier das alte offene Geheimnis, dass er ja dort auf der Short-Seite bei Tesla unterwegs ist. Im Übrigen bin ich dort auch seit einiger Zeit mit Short-Trades drin, allerdings natürlich hier nicht in seinem Umfang, sondern eher kleinere Positionen, aber auch dort bin ich da vorsichtig eher vielleicht dabei, hier die Short-Seite ein Stück weit auszubauen, als weiter auf der Long-Seite zu sein. Jetzt kann man sagen, gut, es läuft natürlich dann hier vielleicht der Trade weg von den Tech Werten hin zum Mittelstand. Nur parallel dazu sehen wir ebenso, der S&P dümpelt auch in Anführungsstrichen nur so vor sich hin. Klar, Wochenchart letzte Woche signalisiert Aufwärtspotenzial. Da wäre ich dabei, allerdings erst bei 4230. Die Frage, ob es das jetzt hier schon gewesen ist oder ob der Markt doch noch weiter fällt oder vielleicht mal so einen größeren Knick hier zeigt. Auf der Monatschart-Ebene, die ja auch noch nicht richtig interpretiert werden darf, die Kerze braucht ja noch ein paar Tage, bis sie dort zu Ende gedruckt wird. Sehen wir also hier bereits oder immer noch weiterhin hier keine neuen Anzeichen. Im Dow Jones ebenso. Das wäre natürlich hier so die Creme de la Creme der weiteren Mittelstandsbewegung, wo wir sagen, gut, das, was im Tech investiert wird, wird jetzt in Value-Werte investiert, in den Vereinigten Staaten jedenfalls. Aber auch hier sehen wir bisweilen eine durchaus richtig schön positive Umkehrkerze, die vielleicht auch dafür sprechen könnte, dass natürlich immer wieder so ein bisschen Korrekturpotenzial eintritt. Ob und wie, weiß ich nicht, aber das jedenfalls natürlich hier so die 1x1-Zahlen, die ich mir gerade hier zusammensuche. Parallel dazu könnte man natürlich auch nochmal, was jetzt das Risiko anbetrachtet, hier im Markt mir zeigt,
Wir sehen nach wie vor die Volatilität wiederum eher auf steigendem Ast, immer noch natürlich im fallenden Dreiecksbereich hier unterwegs, sind aber nach wie vor dabei, wiederum uns hier nach oben zu bewegen. Und die Frage bleibt hier, ob nicht vielleicht dann dort doch der Volatilitätsindex hier auf dem S&P 500 mit weiterem Druck im Markt sich präsentiert und ob dann nicht vielleicht dafür dann oder dadurch dann weiteres Potenzial auf der Short-Seite sich hier ergeben könnte. Heißt also von mir, vielleicht ein bisschen vorsichtig zu sein mit Short-Investitionen, aber vor allen Dingen die eigenen Aktien, die man vielleicht im Portfolio liegen hat, ein bisschen abzusichern und zu schauen, wie hier Märkte vielleicht am heutigen Tage mit weiteren Druck gerechnet werden könnte. Parallel dazu ganz klar Verweis hier zu Markus Koch von seinem Wall Street oder mit seinem Wall Street Report. Der hat ja da immer ganz gute Fühler ausgestreckt, wobei er auch nach wie vor eher sagt, hier sieht er eine kleinere Korrektur und würde dort eher die Korrekturphase für einen Einstieg nutzen. Wäre mal interessant. Ich sehe es eher nicht genau andersrum, aber okay, meine Einstellung für den Aktienmärkten kennen Sie ja tendenziell eh. Ich habe da nicht so richtig viel Vertrauen, was jedenfalls gerade die aktuelle sehr fragile Situation anbelangt. Und von daher kann er sich jeder seine Seite aussuchen, wie er es in dem Fall möchte. Parallel dazu, die Trades haben wir alles angesprochen gerade. Schauen wir uns noch den Dollar gegenüber dem Japaner an. Der sieht aktuell gar nicht so schlecht unterstützt aus, zieht daher leicht weiter auf der Long-Seite davon. Die Frage, die natürlich hier besteht, ist nach wie vor, sollten wir eine größere Korrektur sehen, zieht dann der US-Dollar stärker nach oben oder sehen wir parallel dazu, dass natürlich dann der Yen sich ebenso stark entwickelt. Das heißt also, der Dollar-Yen könnte natürlich hier weiteres Abwärtspotenzial zeigen und der Dollar gegenüber dem Japaner könnte natürlich hier mit weiterem Potenzial dann hier die Marktbewegung auf der Südseite forcieren. Das hieße natürlich in dem Zusammenhang dann, wenn der Yen weiter zulegt, wäre das dann vielleicht eher bearish für den Dollar. Heißt, im Chart sehe ich hier keine großartige Korrektur sich anbahnen, aber die Marktbewegung vielleicht hier könnte man anhand der Trendlinien insofern beobachten und sagen, okay, sollte hier etwas an Unterstützungszone brechen, dann könnte man natürlich hier vielleicht mal nach Short-Positionen Ausschau halten. 188 wäre so eine Seite hier im Dollar gegenüber dem Japaner. Gucken wir parallel dazu in die anderen Marktrichtungen, zum Pfund beispielsweise, sehen wir das natürlich gar nicht. Hier sehen wir nach wie vor, dass der Markt weiter nach oben zieht. Gleiches ebenso im Euro gegenüber dem Japaner. Auch hier zieht der Markt eher weiter nach oben und deutet eher an, dass natürlich hier weiterhin der Markt sich eher vielleicht aufwärts bewegen dürfte. Das ist meine Ausgabe hier für den heutigen Tag. Ich glaube, wir sollten hier ganz gut gewappnet sein. Weitere Punkte habe ich jetzt hier gerade nicht in der Pipeline, aber in dem Zusammenhang hier ein bisschen fast so dümpelnde Märkte. Wir gehen so langsam in die eine oder andere Richtung. Keine so richtigen Volatilitätsschübe, die wir aktuell sehen. Das macht natürlich die aktuellen Positionen fast ein bisschen langweilig, aber wir sehen natürlich gerade auch, dass hier gerade unser Euro-Dollar sich hier prächtig entwickelt hat. Gestern, wie gesagt, geschlossen den Silber-Trade. Der hat auch ein bisschen Kapital uns hier in die Kasse spülen können. Silber, gerade auf der Short-Seite, zieht so ein bisschen nach vorne. Ich glaube, so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hier mal ein paar kleine Nüsse einzusammeln, hat sich in den letzten Wochen ja ganz gut rentiert. Und in dem Zusammenhang sollten wir auch vielleicht gerade bei dieser Strategie bleiben. Das wären meine Ideen. Und achso, Gerhard fragt Öl. Jo. Öl sieht leicht korrekturbedürftig aus. Also hält sich nach wie vor im Aufwärtstrend, aber der wird so ein bisschen schmaler. Frage, ob auch hier vielleicht weiterhin die Abwärtsseite dann doch eintreten könnte. Wir sind dort dann noch im Short, was den Euro gegenüber dem Kanadier anbelangt. Der Trade bewegt sich so langsam nach unten. Das heißt, wir sehen hier keine großartige Intention, dass der Markt weiterhin sich abwärts bewegt. Aber ich sehe auch nicht die Chance, dass der Markt nach dieser starken Gegenbewegung hier sich hier aufwärts bewegt. Im Gegenteil, ich würde eher dabei bleiben und eher noch von hier weiterem Abwärtspotenzial ausgehen. Ich würde das hier erstmal eine kleine Korrektur nennen wollen. Sollte sich die weiter nach oben erstrecken, soll es so bleiben, aber unser Stop-Loss dürfte hier oben relativ sicher sein und dafür sorgen, dass vielleicht dann alsbald hier der Markt auf der Short-Seite wiederum die Abwärtsbewegung einnehmen könnte. Insofern hier meine Punkte erst einmal klar. Bis dahin, alles Gute für Sie. Bis dann. Ciao.